Interkontinental präsentiert afrikanische Autorinnen und Autoren im deutschsprachigen Raum. Gegründet von Stefanie Hirsbrunner und Carla Kutzner, identifiziert die Literaturagentur junge Talente und vermittelt deren Manuskripte an passende Verlage. Gleichzeitig legen beide Inhaberinnen großen Wert auf die Umsetzung von einzigartigen Literaturevents. Formate wie L. Nathan's Boat oder das Festival Writing in Migration sind bei Buchliebhabern über die Grenzen der Hauptstadt hinweg äußerst beliebt. Dass wir die Literaturagentur gegründet haben, ist ein Resultat unserer politischen Arbeit des letzten Jahrzehnts. Verhältnismäßig wenige Bücher afrikanischer Autorinnen und Autoren schaffen es überhaupt in deutsche Buchhandlungen. Interkontinental füllt jetzt diese Lücke. I find that Germany has a huge appetite for literature in general and in particular I probably didn't expect the amount of interests in African literature that I found here in Germany. Wir dürfen auch nicht vergessen, welche Rolle Literatur spielen kann, welche Kraft von Literatur ausgeht. Wer einmal einen Roman gelesen hat, der in einer Megacity wie Lagos spielt, der denkt doch nicht mehr in Hütten. Und das Schöne an Büchern ist doch, egal wie viele wir jemals gelesen haben, jedes neue Buch kreiert eine komplett neue Welt und nimmt uns mit. Und in dieser Hinsicht sind die afrikanischen Schriftsteller im Moment einfach ganz vorne. I find that quite exciting to be able to fill up a hall when you're talking about literature from Africa. Interkontinental bringt Menschen in Dialog. Die Agentur arbeitet mit brillanten Schriftstellern, Poeten und Künstlern zusammen. Viele von ihnen zählen international längst zu den Ikonen des geschriebenen Wortes. Manch junge Talente hat die Agentur aber auch gerade erst entdeckt. 2018 kann sich Berlin auf sein erstes Festival für afrikanische Literatur freuen. Kuratiert von Olumide Popola präsentiert die Agentur an 3 Tagen Literatur, die grenzüberschreitend ist. Writing in Migration bringt endlich die Autoren nach Deutschland, die anderswo schon längst zu den Stars gehören.